Ja, guten Tag, Freunde, willkommen zu einer neuen Analyse, präsentiert von Mad Compilation. Und heute für euch das Spiel VfB Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg. Tabellarisch ausgedrückt ist das der 8. aus Stuttgart gegen den 16. Nürnberg. In den bisherigen Duellen 10 Siege für die Stuttgarter, 6 Unentschieden, 9 Siege für die Nürnberger, also relativ ausgeglichen, so wenn man jetzt der Statistik glaubt. Das letzte Spiel dieser beiden endete unentschieden mit einem 1:1. Das war am 23.02., also in der Rückrunde letzte Saison. Davor ein 2-0-Erfolg für die Stuttgarter, das war auswärts am 29.09., also in der Hinrunde des letzten Jahres. Ja, Stuttgart zurzeit 50% Performance, ja, so der Anfangsschwung des neuen Trainers Schneider ist so ein bisschen weg. Das Team jetzt zuletzt mit 2 Unentschieden in Hamburg und zu Hause gegen Bremen. Davor der 4-0-Erfolg bei Braunschweig und die 2-1-Niederlage gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal. Ja, demgegenüber die Nürnberger gar kein Sieg der Saison bis jetzt. 40% Performance, 4 Unentschieden, eine Niederlage. Also sie spielen sehr oft Unentschieden, wie zum Beispiel jetzt zuletzt gegen Frankfurt. Dann diese 5-0-Heimschlappe gegen die Hamburger. Das 3:3 bei Werder Bremen, das 1:1 zu Hause gegen Dortmund und das 1:1 bei Braunschweig. Bester Torschütze bei den Stuttgartern selbstverständlich Vedat Ibisevic mit 6 Saisontreffern schon. Alexandru Maxim 4 Saisontreffer, Hanek 3, Gentner 2 und Ibrahima Traoré 1 Saisontreffer. Auf Seiten der Nürnberger. Drimmitsch mit 3, Kiyotake 2. Hushek, heißt er so? Ich weiß gar nicht. Hushek, ja. Hushek mit 2, Mike Franz 1 und Neuzugang Daniel Ginczek ebenfalls 1 Saisontreffer. Ja, das ist soweit das. Wir können mal eben noch auf die Verletzten schauen. Sven Ulreich immer noch verletzt. Daniel Didavi auch verletzt. Ebenso wie Marco Rochas. Und der andere Neuzugang, den wir jetzt hier noch benennen können, Moritz Leitner, alle verletzt. Bei den... Und Rüdiger hat noch eine Rotsperre. Ja, Rüdiger hat eine Rotsperre noch abzusitzen bei den Nürnbergern. Hanno Balic, Vollner, Markus Gebhardt und Ginczek verletzt. Ja, Markus, was ist dein Tipp für das Spiel? Ja, ich bin ja gespannt, wie Nürnberg mit dem neuen Trainer ist, ne? Verbeek ist ja ab jetzt, seit dieser Woche irgendwann, vor 2 Tagen, glaube, 22. für 2 Jahre erstmal Trainer. Und ja, Stuttgart ist meiner Meinung nach vom Line-Up her stärker, aber ich denke, dass sich so ein bisschen dieses neue Trainer, ja, wie soll man das sagen, Phänomen durchsetzt und Nürnberg 2:1 gewinnt.